Ja, willkommen zurück zu Project Zero 3, The Terminal Ted. Ja, letztes Mal haben wir uns mal umgesehen, haben noch ein paar Fotos entwickelt, haben etwas über Yu und Rei erfahren, wobei über Rei eher weniger. Und ja, jetzt sind wir erstmal fertig und können dann, glaube ich, wieder, also sollten ins Bett kommen. Ins Bett gehen, glaube ich. Das stimmt, hier waren wir noch gar nicht gesehen und der Rest vom Badezimmer. Im Bad ist niemand. Sogar wenn ich viel zu tun habe, nehme ich gerne einen Tickchen im Bad. Letzte Zeit habe ich jedoch nur geduscht. Gewäsche zur Kleidung, das ist wirklich sehr hilfreich. Ich war nie gut, was Hausarbeit angeht. In den letzten Tagen klagte sie darüber, dass sie die Wäsche wegen des Regens nicht hinaushängen kann. Ja, wie gesagt, wir wollen ja ins Bett und damit auch wieder in den Traum und zum Horrorhaus zurück. Miko, wegen dieser Frau auf dem Foto, ob du wohl versuchen könntest, so viel möglich über sie herauszufinden? Alles in Ordnung. Ja, es ist ein sehr altes Foto, also ich fand es ein junges Zimmer. Es ist okay, wenn du nichts über sie herausfindest. Sie hatte nur so etwas an sich. Understood. I'll let you know if I find anything. Wenn du Miku einen der entwickelten Fotos zeigst, kannst du sie bitten, sie für dich zu recherchieren. Wenn sie recherchiert sind, kannst du später mit Miku reden, um Bücher und andere Informationen zu erhalten. Okay. Nacht ist angebrochen. Wenn du das Bett mit der X-Taste anklickst, kannst du schlafen. Und die Kamera aufs auf dem Tisch anklickst, kannst du deinen Spielstand speichern. Okay, und jetzt hat sie sogar ein anderes Dress an. Gekauft, okay. Das ist Mikos Zimmer. Ich guck mich gerne mal um, weil ab und zu passieren gerne mal Sachen im Haus und die würde ich dann halt gerne auch erkunden. Miko noch da? Nee. Telefon sagt sie nichts. Der Lagerraum ist der Lagerraum unter der Treppe ist voll mit alten Zeitungen und Zeitschriften. Nee, Miko scheint nicht da zu sein. Gut, soweit scheint es nichts Neues zu geben. Nee, scheint soweit nichts Neues zu geben. Hier ist auch niemand drin. Ja, dann würde ich sagen, dass wir mal Richtung Bett gehen.
und schauen, wie es weitergeht. Okay, wir sind wieder im Haus und hier war ja abgeschlossen. Diesen gekappten Pfeil. Nichts. Ach, verdammt, das war zu schnell. Das ging jetzt zu schnell. Die Tür war ja versiegelt da vorne. Schau mal, ist hier drunter vielleicht in der Treppe was? Doch, da ist was in der Treppe. Da glänzt etwas. Kräutermedizin, sehr schön. Heute liegt ein Stein so groß wie ein Menschenkopf ist. Es riecht nach Farbe. Vielleicht hat jemand irgendwas gefärbt? Naja, wer weiß, ob das wirklich Farbe ist oder. Oh nee. Es ist Farbe. Ah, goddammit. Wo? Unter der Treppe, das war jetzt fies, da kam ich nicht mehr ran. Das kam zu überraschend. Leuchten kostbare Punkte die ganze Zeit, das ärgert mich. Hier ist eigentlich noch eine Tür aufgeschrieben auf der Karte, aber scheint doch nicht. Naja, der Geist hat uns ja gerade gezeigt, wo wir lang müssen. Also nicht der Treppengeist, sondern ein anderer. Dass du weg bist, ärgert mich. Die andere Chance wäre halt durch Kämpfe, solche
Punkte zu ergattern. Who the fuck was that? Ah, oh, schon ein Landschaftsbild davon, das hatten wir schon gehabt. Ist eigentlich nur eine Tür? Hinter mir irgendwo, ja. Wahrscheinlich. Okay, theoretisch wäre da eine Tür, aber irgendwie auch gerade nicht. Was ist sie eigentlich noch? Da glänzt was auf dem Boden. Typ 14 Film, sehr schön. Bitte davon, die Farbe ist blass geworden. Da sind zwei Tintenblätter auf der alten japanischen Truhe. Okay, was war das? Das ist eine alte japanische Truhe. Darin sind ein paar alte Tücher und Stoffe, nichts Aufregendes. Ich sehe gerade, da oben glänzt noch was. Achso, was ist bloß eine Lampe? Was gibt's denn hier noch so Schönes? Ach. Koffer steht auf dem Boden, ein paar alte Kleider. Den Korb auf einem, da steht ein Korb auf einem niedrigen Schrank. Ein kleiner Kimono ist in der Truhe. Er sieht aus, als gehöre einem kleinen Mädchen. Okay, ist komische Grammatik. Und die Puppe ist runtergefallen. Gruselig. Die Puppe ist runtergefallen. Scary. Wobei ist hier ein Fallansetzer was im Raum? Also ich bin ja kein Puppenfreund, aber das war wirklich, ja. Das war kein besonderer Schocker gerade. Ja. Damn it. Da können wir ruhig mal speichern. Manche sind so schnell weg, manche Geister. Dass man, wenn man sie sieht, ist eigentlich fast schon zu spät. Wenn dann schon weg sind. Das ist ein bisschen blöd. Mal schauen, dass wir durch Kämpfe ein bisschen Geisterpunkte bekommen. Ich überlege auch, was ich zuerst skillen sollte. Gleich Spezial oder... Naja, das kann ich ja noch überlegen. Okay, ist irgendwo was. Das Geisterradar schlägt aus. Das blaue Licht, was ihr seht, ist wie so ein Radar quasi. Müsst ihr halt bloß dem Ganzen dann folgen und wir haben die Quelle. Na, das war der Raum von... Das glaube ich unten, wo wir gerade waren. Das ist der Raum, wo wir gerade waren. Oder, nee, Moment, da war ein Tisch gewesen. Okay, mein Geisterradar schlägt aus.
Hier ist ein Geist irgendwo. Der darauf wartet, rauszukommen. Ich hab etwas durch Kamera Obscura gefunden. Alarm. Ausstattung, Alarm. Funktion, zeigt Fatal Frame an. Wenn von einem Geist attackiert, wenn sie von einem Geist attackiert werden, blitzt der obere Teil des Suchers. Vielleicht auf. Und ein Alarm ertönt. Eine mächtigere Blendechance, das Fatal Frame. Während das Fatal Frame verursachen wird, der Geist zurückgesteuert und sie verursachen großen Schaden. Schießen sie nochmal, während der Geist zurückfliegt, können sie schnell aus dieser Combo. Ja, das ist nämlich eine sehr praktische Attacke. Diese Kombos machen auch ziemlich guten Schaden. Ach, kann man diese Vibration irgendwo ausstellen, weil geht mir ein bisschen auf den Zünder gerade. Option. Vibration aus, ja, weil es. Das kann ich einfach nicht gut. Das kann ich nicht gebrauchen. Ach, und. Sag mal, wieso ist denn das immer noch an? Na, bestätigen wahrscheinlich erst. Ja. Na gut, das ist. Wieso ist es immer noch an? Oh, goddammit! Ich hab doch gerade gesagt, aus. Natürlich, speichert aktuelle Einstellung. Das ist ein bisschen komisch, dass man das so irgendwie. Die Art verlässt. Ach, ihr wisst ja, was ich meine. Die Tür ist verschlossen. Der Schlüsselloch trägt die Gravur des Vierpunktbrunnens. Stimme hinter der Wand. Im Stauraum unter der Treppe war eine verschlossene Tür. Ein tiefes, klagendes Stöhnen erklang dahinter. Was war das nur? Vor allem kam ich gerade. Hier ist doch ein rotes Licht, das heißt, hier ist irgendwo ein Geist in der Nähe. Nur wo? Kann man noch nicht. Obwohl, ist da vielleicht was drin? Türen in der Wand zu sein. Vielleicht führt sie auf das Dach. Ich wollte sie bewegen, aber sie ist zu schwer. Wahrscheinlich können sie in den Mann verschieben. Okay, ich würde sagen, wir bleiben mal im Stauraum.
War das hier mit dem Tisch gewesen? Nee, da ist kein Tisch. Er merkt schon, die Lampe leuchtet nicht. Wenn die Speicherlampe nicht leuchtet im Raum, ist das ein Zeichen, dass ein Geist in der Nähe ist. Und der ist hier irgendwo. Also es wäre etwas da drin. Nice. Natürlich ist eine Steintafel mit ihren eingearbeiteten Steinen. Vielleicht kann man sie öffnen. Du hast versucht, aber sie ging nicht auf. Eine winzige Schrift ist Steintafel eingraviert. Gravier die gleiche Anzahl Schmerzen des Podest, die im Stein des Schlafs eingraviert sind. Ja, das ist ein Rätsel. Da fehlt uns aber noch was, um das machen zu können. Nur als Kiste, als Gefäß. Einige Gefäße. Ist dann Kühe, andere Sachen. Panische Truhe. Eine hohe Truhe. Es ist noch kein Geist aufgetaucht bisher. Da geht's wieder runter. Geht's da lang vielleicht? Nö. So, mal schauen, war hier unten vielleicht noch was? Aber ich glaube nicht, hier war bloß dieser Lagerraum. Der Stauraum. Ah, guck mal an. Da bist du also. Du hast es also gemacht. Ich sehe gerade, der Part ist theoretisch lang genug. Verdammt! Ah, ich wollte hier. Nein! Mein Ehemann, sagt sie. Oder mein Mann. Ach, verdammt! Volltreffer. Das war so eine Kombo-Chance gewesen gerade. Oh. Ach, verdammt! Drück doch die Dreieckstaste. Wow, in der Wand ist unfair. In der Wand ist unfair, Fräulein.
Ich weiß, dein Ehemann. Wow! Ich wusste es, dass du von hinten kommst. Okay. Du kommst von hinten an. Hab dich durchschaut. Ach, das war ein bisschen zu früh. Ach, ja, von hinten, dammit. Aus der Wand ist unfair, habe ich gerade gesagt, Fräulein. Ach, verdammt! Scary Face. Hat mich einmal getroffen. Ich weiß, was ich glaube ich zuerst machen sollte. Also zuerst skillen sollte. Die Reichweite, denke ich mal. Ist mir noch ein bisschen zu wenig. Aber wenn ich die Reichweite erhöhen würde, würde mir quasi auch der Zero-Schuss, denke ich mal, etwas einfacher fallen. Aber das geht noch nicht, weil mir immer noch ein bisschen was an Punkte fehlt. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diesen Part von Project Zero 3. Terminated. Bis dann.